Sie bestehen darin, dass junge Mädchen und Frauen vergewaltigt werden, nicht nur von einem, sondern von mehreren Migranten gleichzeitig. Es besteht darin, dass Menschen ermordet werden mit einem Messer, irgendwo auf einem... Die Klatsche hat aber gesessen gestern bei Hart aber fair. Antje Hermenau, eine wirklich schillernde Persönlichkeit. Ich kannte sie vorher gar nicht, bis sie gestern in dieser Sendung zu Gast war. Und sie hat hier richtig vom Leder gezogen, beziehungsweise sie nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Eine ehemalige Politikerin von Grün, ja, sie war auch mal FDJ-Mitglied. Sie ist in Leipzig geboren und hat den Osten gesehen, von Anfang bis Ende sozusagen. Und sie spricht hier aus, was jeder Ossi quasi denkt. Es war wirklich phänomenal, eine köstliche Sendung. Und das, obwohl am Ende noch ein Sänger von Feine Sahne Fischfilet eingeladen wurde. Ja, Feine Sahne Fischfilet, die Bullenhelme fliegen sehen wollen und auch schon im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht sind. Aber damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Aussage. Wenn Politik nicht den Anspruch hat, Probleme zu lösen, wenn wir sagen, wenn wir schaffen es nicht, dann finde ich, können wir auch abtreten. Und ich hoffe, wir haben jetzt all den Schluss gehört und fangen mal an, ein bisschen nachzudenken, woran das liegt. Wow, Herbert Reul, er wird immer deutlicher. Man sieht es immer wieder bei Politikern, die kurz auf ihre Pension zusteuern oder schon in hohem Alter sind. Die nehmen irgendwann kein Blatt mehr vor den Mund. So sieht man ja auch verbale Unterschiede von Herr Friedrich Merz und Herrn Söder. Herr Söder ist jünger, ist aber verbal genauso unterwegs. Das muss dieses bayerische Gen sein, was sie immer sagen. Aber jetzt kommt nochmal Antje Hermenau und spricht hier einfach Klartext. Wirklich Balsam für die Seele. Also ich habe den Eindruck, dass es darum ging, ein eindeutiges Stoppsignal zu setzen und zu sagen, wir wollen einen bestimmten Teil der Politik nicht mehr weiter haben und wir haben auch nicht die Geduld und die Zeit zu warten, bis das die Ampel in Berlin begreift im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl. Deswegen haben viele gesagt, wir wählen jetzt sehr eindrücklich und klar, damit man das diskutiert, weil alle stutzig werden und fragen, was geht denn los? Also ich habe, glaube ich, beobachtet, dass doch viel mehr Leute sehr bewusst diesmal auch AfD gewählt haben, um genau dieses Signal zu setzen. Und es geht nicht nur um die Migrationspolitik, es geht eigentlich gar nicht um Migration, es geht um mangelhafte Integration. Das ist ein Unterschied in meinen Augen. Es geht aber auch um die Frage, ob man eben den Rechtsstaat wieder installiert in verschiedenen Fragen. Es geht darum, ob man die Wirtschaft wieder auf die Beine bringt. Bei uns ist die materielle Fallhöhe deutlich geringer als im Westen, meistenteils jedenfalls. Und da muss man sehr ernsthaft reden und da kann man keinen Gedankenrokoko betreiben und irgendwelchen Kokolores für die wichtigste Frage des Tages halten. Da geht es um Brot und Butter. Diese Frau ist wirklich köstlich. Da geht es nicht um Kokolores. Man darf keinen Gedankenrokoko betreiben. Ihr könnt gerne zurückspulen. Ich habe mir das auch mehrfach angeschaut, bevor ich euch das jetzt hier aufnehme, damit ich nicht jedes Mal in schallendem Gelächter hier am Boden liege. Wirklich Balsam für die Seele. Und das bei Hart aber fair. Da bekommt man ja ausnahmsweise mal was für seinen Rundfunkbeitrag. Und jetzt kommen wir mal zum Hühnerstall der Politik. Mir kam das so vor, nicht als wären es irgendwie Politiker, die sich hinsetzen und nachdenken und dann was entscheiden, sondern wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, wo alle hin und her rennen. Ja. Und ganz genau auf den Punkt getroffen oder den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Politik, sie reagiert immer wie ein Hühnerhaufen, vor allem ein Hühnerhaufen, durch den gerade ein Fuchs gelaufen ist. Es ist einfach, Leute, normal ist es ja völliger Wahnsinn, aber das geht runter wie Öl. Ist wirklich phänomenal. Wir kommen dann am Ende auch leider zum Feine Sahne Fischfilet-Sänger, aber er holt sich eine Ansage von Antje Hermenau ab. Das ist wirklich schön. Sind Sie eher der gute Freund, den Frau Saebi da beschreibt, oder Teil des aufgescheuchten Hühnerhaufens? Ich hoffe, ich bin keiner von dem Hühnerhaufen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich älter bin und mittlerweile ein bisschen ruhiger an die Sache rangehe. Ich teile die Einschätzung, dass wir viel zu schnell immer Antworten geben. Allerdings auch, weil keine Schimpfe, sondern logisch, weil wir auch gefragt werden. Nach Solingen wollten Leute wissen, wie dieser Mensch sich radikalisiert hat. Das konnte überhaupt keiner wissen. Trotzdem gab es Leute, die Antworten gaben. Es war ein Terrorist. Trotzdem gab es Menschen, die meinten, mit der Messerlänge könnte man da Problem lösen. Ich bin da wirklich sehr bei Ihnen. Gelacht hat Antje Hermenau hintendran, weil es da um den Vorschlag von Frau Nancy Faeser geht, die Klingenlänge einfach zu reduzieren. Es ist bekanntlichermaßen völliger Wahnsinn sozusagen,
dass so viel Wahrheit dann doch bei Klamroth einmal Eingang findet in die Sendung, aber das ist eine Ausnahme, ja. Er hat sich natürlich dann überall ablichten lassen mit feine Sahne, Fischfilet, aber nein, nein, nein. Wir schauen weiter rein. Jetzt gibt es hier nochmal eine ganz klare Ansage. Das eine der Sie Fragen führen jetzt wieder eine Diskussion, die auf NRW oder so zutrifft. Wissen Sie, es ist seit Jahren bekannt, wo die Probleme bei der mangelhaften Integration bestehen. Sie bestehen darin, dass junge Mädchen und Frauen vergewaltigt werden, nicht nur von einem, sondern von mehreren Migranten gleichzeitig. Es besteht darin, dass Menschen ermordet werden mit einem Messer, irgendwo auf einem Volksfest oder auf einem Marktplatz. Diese Probleme sind weder neu noch überraschend. Sie sind immer thematisiert worden und man hat im Westen nicht darüber gesprochen, weil man sich das nicht zugeben wollte. Man hat das verdrängt. Dann hat es die AfD aufgesprochen, dann hat es der Ossi ausgesprochen und irgendwie haben alle anderen immer noch so getan, als wären das Einzelfälle. Mhm. Wenn Sie allein die Zahl der Frauen berücksichtigen, die vergewaltigt worden sind, das ist kein Einzelfall und es ist kein sofort auftretendes Problem. Aber ich gebe Ihnen recht, dass die aufgescheuchten Hühner jetzt wirklich durcheinander laufen. Aber das liegt daran, dass in Ostdeutschland bei den Wahlen über die Wahlergebnisse der AfD Stopp gesagt wurde. Können wir diese Frau bitte einmal die Woche in irgendeine Talkshow einladen? Das macht Spaß zuzuschauen. Ja, die anderen Sachen muss man leider auch ertragen zwischendrin. Aber wenn ihr bei mir zuschaut, habe ich euch das verkürzt von diesen anderen. Dabei ist jetzt eine vom Aussterben bedrohte Spezies, eine Frau, die noch Staatsministerin der SPD in Sachsen ist. Und was sie hier analysiert, ist wirklich, das ist so grotesk. Ihr müsst euch das mal anhören und behaltet immer im Hinterkopf, dass sie von der SPD ist. Frau Emmenau hat ja gesagt, diese Probleme, die haben die Parteien nicht ausgesprochen, nicht thematisiert. Und deswegen hat die AfD und wahrscheinlich auch BSW die Themen genommen und ist so erfolgreich. Hat die SPD, die ja auch abgestraft wurde bei diesen Wahlen, das Thema verschlafen? Also erstmal müssen wir mal gucken, was abgestraft ist. Die SPD in Sachsen ist noch nie sehr stark gewesen, um das mal ganz deutlich gesagt. Ehrlich gesagt haben wir unser Ergebnis fast gehalten. Und das trotz nicht gerade Rückenwind aus Berlin, ich sag's mal so. Aber was mir die Menschen immer wieder sagen, das ist, dass sie möchten, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten. Und in so schwierigen Zeiten wie der jetzigen, dass eine große Oppositionspartei wie die CDU und die Koalitionsparteien wirklich ein gemeinsames Programm machen. Der Ansatz ist ja gemacht worden, dass man diese gemeinsame Arbeitsgruppe bildet. Und dann gibt's Ultimaten, die jetzt gerade gestellt worden sind. Wenn das nicht passiert, dann kommen wir morgen nicht mehr. Morgen ist ja der Tag, wo die nächste Runde stattfinden sollte. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, dass die demokratischen Parteien sich hinsetzen müssen und die Probleme, die die Menschen aufgezeigt haben, lösen müssen. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und dieses Gegeneinander, dass jeder sagt, ich überbiete mich im Wettbewerb, das halte ich für falsch. Ja, jetzt hat ja... Es war allerdings auch so, dass Themen und Probleme benannt wurden, dass man die nicht benennen durfte. Das war eben nicht bestimmt. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich kann Ihnen das selber erzählen. Ich habe das bei einem Teilthema Clankriminalität auch erlebt. Ja. Sobald du das vorschlägst, bist du derjenige, der Menschen stigmatisierst und irgendwann bist du ausländerfeindlich. Von wem denn? Leute, von wem denn? Na, von der linksgrünen woken Cancel Culture Gesellschaft. Von wem denn? Aber habt ihr das gehört? Die SPD, naja, sie hat sich gut geschlagen in Sachsen und das trotz des Gegenwindes aus Berlin. Und dann sagt sie, ihr sagen die Leute, die Demokraten sollen jetzt zusammenhalten. Gute Frau, mit wem unterhalten Sie sich? Sie lassen wohl ein Drittel der Wähler in Sachsen außen vor bei Ihren Gesprächen, wenn Ihnen niemand sagt, Sie sollen mit der AfD zusammenarbeiten. Noch viel schlimmer, sie findet es gut, dass die Demokraten jetzt ein einheitliches Programm machen. Das hat sie wirklich gesagt, auch in dieser Arbeitsgruppe. Und wir sind auf dem besten Wege wieder zur SED-Einheitspartei, einer für alle und sonst keinen mehr. Jeder, der das inzwischen leugnet, hat nicht verstanden, was da draußen gerade läuft. Sie sagen immer, die AfD verhindert dann stabile Mehrheiten von anderen. Die AfD wächst aber nur, weil die anderen einfach kokolores Politik machen, wie Antje Hermenau hier gesagt hat. Es ist Gedanken, Rokoko, wunderbare Zitate heute. Und jetzt klatscht sie nochmal dem feine Sahne Fischfiletsänger eine vor den Latz. Die haben sich nach der Wende selbstständig gemacht. Ja. Die haben von Knäckebrot und Wasser gelebt. Die haben hart gearbeitet und was aufgebaut. Und dann kommen Regierungen daher und schaffen politische Umstände, die dazu führen, dass sie zum Beispiel ihre Firma aufgeben müssen, weil sie es eben nicht mehr schaffen, die Margen zu erwirtschaften, um die Strompreise zu bezahlen. Oder es kommt eine Situation, dass ein Fleischer sagt, ich kann jetzt hier die Fleischerei nicht mehr halten oder ein Bäcker. Wir haben ganz viele, ein, zwei Generationen über dir, die auch viel aufgebaut haben, mit viel Enthusiasmus.
und die jetzt alle vor den Scherben einer Politik stehen, die es ihnen unmöglich macht, ihre Sachen weiter zu betreiben, die sie gemacht haben. Es schadet drum, aber ich arbeite viel mit Unternehmen. Das ist vielleicht jetzt die Branche, mit der ich zu tun habe. Und ich erlebe es ja. Und ich sehe manchmal fassungslose Unternehmer, die große Widrigkeiten bemeistert haben. Leute, die gut sind, die was drauf haben und andere mitreißen. Und die jetzt einfach nicht mehr können, weil die Umstände in der Inflation oder in der Energie oder wo auch immer es zutrifft, dazu geführt haben, dass das jetzt kaputt geht, was sie aufgebaut haben. Gar keine Frage. Meine Eltern haben nach der Wende, ja, haben die zwei Firmen aufgebaut. Im Dorf ist mein Vater mit der größte Arbeitgeber und alles. Ich kann diese Ängste verstehen, wenn ich in der Familie darüber spreche, ist alles klar. Aber ich höre nicht von meinen Eltern, ja, die haben auch Ängste und da gibt es viele Probleme. Aber wo wollen wir denn hin? Ja, wollen wir denn zurück? Klar, wenn jetzt irgendein Stasi-Opa mir erzählt, auf einmal erlebt das erste Mal eine Diktatur, ja. Habt ihr gesehen? Ich habe euch das am Ende weggeschnitten. Ich kann das nicht ertragen, dass dieser Mann hier in dieser Sendung saß und einfach so erzählen konnte. Er ist in meinen Augen ein Linksextremist, mindestens. Wenn nicht, sogar noch mehr. Aber man muss aufpassen, was man sagt gegen dieses Klientel. Sie haben überall ihre Spitzel sitzen und ihre Leute, die einem dann ein Bein stellen. Ich finde diese Sendung dennoch im Großen und Ganzen diesmal ausnahmsweise sehenswert. Ihr könnt ja dann abschalten. Erst ab der Hälfte kommt der Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Am Anfang ist es wirklich noch eine Sendung, wo es einfach nur klatscht. Und zwar kein Beifall. Und Antje Hermenau, wirklich ein Genuss für die Seele, Balsam für Dienstagmorgen in den Tag zu starten. Denn die Woche, ich ahne Schlimmes, sie werden noch einigen Dreck über uns auskippen. Denn der Wanderzirkus ist zurück in Berlin. Die Sommerpause ist vorbei. Jetzt heißt es wieder, eintragen in die Anwesenheitslisten, damit es keinen Abzug vom Sitzungsgeld gibt. Und damit sage ich, abonniere den Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, auch mit spannenden Details aus der Politik. Und ansonsten sage ich, hast du die Schnauze voll? Schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal, für jung oder alt, für arm oder reich. Für jeden soll da was dabei sein. Und wir sind erst am Anfang. Damit sage ich ciao, bis bald.